Nach dem Winter sind die Gasspeicher noch zu etwa einem Viertel gefüllt. Akut macht das keine Probleme. Schwieriger könnte allerdings der nächste Winter werden. Wir haben die geschützten Kunden, das sind die Haushaltskunden, die sozialen Einrichtungen und wir haben die Industrie und die Wirtschaft. Und wenn der Fall eintreten sollte, dass nicht mehr genügend Gas zur Verfügung steht, dann muss darüber geredet werden, wer wird dann noch weiter versorgt. Der jetzt einberufene Krisenstab soll solche Fragen klären. Deutschland sei mitschuld an der Situation, betont Wirtschaftsexpertin Claudia Kempfert. Denn die Politik wusste, dass ja hier eine sehr starke Abhängigkeit nach Russland stattfindet, dass das gefährlich ist und auch Probleme mit sich bringt, wie wir immer wieder darauf hingewiesen haben und jetzt eben auch sehen. Also insofern ist das ein selbstverursachtes Problem. Wir zahlen jetzt auch den Preis der verschleppten Energiewende. Was jetzt mit am meisten helfen könnte, Energie sparen. Die Regierung appelliert an Gesellschaft und Industrie, in den nächsten Wochen und Monaten so wenig wie möglich zu verbrauchen. Gibt es den viel zitierten Gashahn wirklich? Und wenn ja, kann Russlands Präsident Putin ihn so einfach zudrehen? Experten sagen, ein Feld, das Erdgas produziert, kann man so einfach nicht schließen. Es dauere, die Produktion herunterzufahren. Doch der finanzielle Schaden für Russland wäre enorm. Immerhin sind die Gewinne aus Energieverkäufen die zentrale Einnahmequelle des russischen Staats. Und so geht es jetzt zunächst einmal darum, eine Einigung im Streit über die Zahlungsweise zu erreichen. Und da weicht Moskau seine Forderung, mit Rubel zu bezahlen, ein wenig auf. Demian von Osten. Vielleicht ein kleines Signal des Aufatmens im neuen Erdgasstreit zwischen Russland und dem Westen. Die Zahlungsweise auf Rubel umzustellen werde Zeit brauchen, heißt es heute aus dem Kreml. Morgen soll es dazu konkrete Vorschläge geben. Man macht das unter anderem, weil man die russischen Banken aus den Sanktionen befreien will. Aber ich denke nicht, dass die europäischen Erdgaskunden jemals diesem Vorgehen zustimmen werden. Ein Exportstopp wäre auch für Russland schwierig. In Gasförderanlagen wie hier in Bovanenkovo müsste Gas abgefackelt werden, wenn Russland nicht schnell genug andere Abnehmer findet. Wenn es einen langen Zeitraum gibt ohne Gasexport, dann muss man einige aktive Bohrlöcher schließen. Und nicht alle wird man danach wieder öffnen können. Das ist ein ernstes Problem. Dennoch macht Russland weiter Druck. Parlamentssprecher Volodin denkt nun darüber nach, auch andere Exportgüter mit Rubel bezahlen zu lassen. Es wäre richtig, dort, wo es für unser Land vorteilhaft ist, die Liste der Exportgüter, die mit Rubel zu zahlen sind, auszuweiten. Auf Dünger, Getreide, Öl, Kohle, Metalle, Holz etc. Russlands Gasexportmonopolist Gazprom, jetzt ansässig in diesem schicken Hochhaus in St. Petersburg, soll Präsident Putin bis morgen seine Vorschläge zur neuen Rubelzahlungsweise vorlegen. Nun, morgen wissen wir also wahrscheinlich mehr, wie sich Putin genau die Bezahlung mit Rubel vorstellt. Die Bundesnetzagentur bereitet sich jetzt schon mal darauf vor, notfalls unliebsame Entscheidungen treffen zu müssen. Wer wird dann noch mit Gas beliefert? Wir Privatkunden sind geschützt, aber Verteilungskämpfe könnte es in der Industrie geben. Und die Behörde beeilte sich heute auch zu sagen, dass Schäden in einer solchen Situation kaum zu vermeiden seien. Es gehe dann vielmehr um Schadensbegrenzung. Im schlimmsten Fall drohten vielen Unternehmen Produktionsausfälle, zum Beispiel in den Chemieparks von Sachsen-Anhalt. Markus Rea. Die Stickstoffwerke Piesteritz in Wittenberg. Seit Tagen machen sie sich hier Sorgen. Was, wenn das Gas aus Russland ausbleibt? Sie brauchen das Gas als Energiequelle, aber vor allem als Rohstoff. Sie machen daraus den Dieselzusatz AdBlue und Stickstoffdünger. Jetzt kann man überlegen, gibt es Substitute, also kann ich es ersetzen? Da denkt man sofort an Biomethan, aber das ist einfach in Größenordnung überhaupt nicht verfügbar, wie wir sie bräuchten. Hunderte Unternehmen gehören zur mitteldeutschen Chemieindustrie, Zehntausende Beschäftigte. Sie ist einer der Wachstumsmotoren der Region. Doch ganz Deutschland würde es merken, würde hier das Gas aus Russland fehlen und die Produktion stillstehen. Denn die Produkte, die hier hergestellt werden, die werden benötigt in der Bauwirtschaft für die Beschichtung, beispielsweise im Automobilbau als Kunststoffe, in jeder Industrie, im Handwerk bis hin zur Landwirtschaft. Energieexperten sagen, es gebe noch Gaskapazitäten auf dem europäischen Markt, man müsse aber umverteilen.
Da brauchen wir in der Tat mehr Flexibilität. Das sollte man auch ermöglichen im europäischen Verbund. Auch die Lieferwege, die es ja normalerweise gibt, von Ost nach West auch umdrehen. Auch aus dem Süden könnten wir Gas beziehen. Bei den Stickstoffwerken Piesteritz sehen Sie das nicht ganz so entspannt. Denn Sie bräuchten bestimmt 2 bis 4 Jahre, um einen Alternativrohstoff zu finden, falls das Gas ausbleibt.